Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich was ganz Spezielles für euch. Ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Fan von etwas kleineren Poliermaschinen. Arbeite sehr gern hier mit der Makita, mit der Flex zum Beispiel oder auch mit anderen 125er mm Extender Poliermaschinen. Heute schauen wir uns nochmal vielleicht meinen neuen Favoriten im Bereich 75 mm an. Ich habe heute für euch hier die Dino Kraftpaket 75 mm Extender Poliermaschine im Komplettset. Und was hier alles dabei ist und ob die Maschine gut in der Hand liegt, ob man gut damit arbeiten kann, das schauen wir uns heute mal in diesem Test etwas genauer an. Welche Daten und Fakten hier die Maschine mit sich bringt, nach dem Intro starten wir durch. Viel Spaß! Hier haben wir die Verpackung Dino Kraftpaket Extender Poliermaschine. Hier finden wir schon ein paar schöne Infos. Extender-Modus, ganz klar. 12 mm Extender Polier Hub. Auf der Vorderseite 230 Volt, 5 Meter langes Kabel, sehr vibrationsarm, Gewicht von 2,2 Kilo. Ihr habt da gleich noch ein Foto. Kopf in Schwarz gehalten, Körper in Grau, roter Knopf und auch der Stützteller ist hier in Rot gehalten. Also ihr habt so eine Schwarz-Grau-Rot-Kombination. 710 Watt. 74 mm Polierteller, passen auch alle Pads drauf, die für einen 75 mm Stützteller geeignet sind. Und wir öffnen mal hier die Box und schauen nochmal, was alles neben der Maschine drin ist. Ganz klar, hier kommt uns schon die Maschine entgegen, die schauen wir uns gleich später an. Die kommt erstmal zur Seite. Dann haben wir hier noch einen Griff. Ob ihr den nutzt, ist komplett euch überlassen. Ich brauche persönlich nicht so einen Griff, aber wenn er mit dabei ist, im geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Deswegen nehmen wir die gern mit. Dann haben wir hier Bedienungsanleitung und diverses Werkzeug, Ersatzteile, Maulschlüssel und auch nochmal hier einen Sechskantschlüssel für diverse Umbauaktionen. Was findet man noch hier drin? Kommt uns die nächste kleine Verpackung entgegen. Zwei Polierpads, unterschiedliche Stärke. Ich denke mal, das ist ein mittleres und ein weiches Pad. Wenn ich mir das so anschaue, finde ich immer gut, dass sowas mit dabei ist, weil dann könnt ihr als Einsteiger gleich mal direkt loslegen und erstmal mit diesen Pads ein bisschen herumtesten. Ihr könnt euch immer und dann nochmal später andere Pads holen, wenn ihr damit nicht mehr zufrieden seid. Aber ich finde das schön, man hat gleich so ein Komplettset und alles ist mit dabei und ihr könnt loslegen. Politur braucht ihr natürlich noch. Also hier zwei Pads mit am Start und hier unten müsste noch eine Tasche mit dabei sein. Und die können wir mal rausholen, komplett in Schwarz gehalten. Und ihr habt da auch nochmal das Kraftpaket, Dino-Kraftpaket, Logo mit drauf. Und in der Tasche drin habt ihr genug Platz, Seitentasche, um alles mit einzulagern. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil wir wollen ja damit arbeiten. Und jetzt gehen wir mal ans Fahrzeug ran und testen die mal in Ruhe aus. So, und ich habe mir mal zwei Stellen hier am Fahrzeug rausgesucht. Ihr seht hier hoffentlich diesen richtig schön lang eingebrannten Vogelkotfleck. Habe ich auch schon versucht zu kneten, könnt ihr vollkommen vergessen. Hier in den letzten Tagen, wir hatten ja hier diesen berühmten Mittwoch bei uns in Deutschland, knapp 39 Grad, bei uns extreme Hitze. Das Fahrzeug stand die ganze Zeit draußen. Mir ist dieser Vogelkotfleck, den ich vor uns entfernt habe, grobflächig erstmal gar nicht an dem Tag aufgefallen und konnte sich jetzt in den letzten Tagen hier komplett einbrennen. Ich hoffe mal, den bekommen wir wieder runter. Und hier im Nebenbereich werde ich auch da noch ein paar Flecken entdecken. Ich werde mal hier diesen Bereich polieren und dann können wir einmal uns anschauen, wie gut hier dieser eingebrannte Vogelkot weggeht mit der Maschine. Und wir können auch noch schauen, sind auch diverse oberflächliche Kratzer noch mit runtergegangen. Ich werde jetzt nur mit den Sachen arbeiten, die ich auch hier beim Zubehör mit dabei habe. Ich werde jetzt nochmal letzten Staub runternehmen, die Fläche nochmal richtig beurteilen und dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, also der Vogelkotfleck verschwindet hier überhaupt nicht. Das ist absolut krass. Also hier passt auf jeden Fall auf, wenn ihr bei diesen heißen Temperaturen irgendwo diesen Vogelschmutz entdeckt, dann entfernt das so schnell wie möglich. Sonst habt ihr genau das Problem, was ich jetzt habe. Richtig schön eingebrannt in die Oberfläche. Los geht's mit der Dino Kraftpaket 75 beziehungsweise, sorry, 74 mm Stützteller. Und von den Umdrehungszahlen her, ich habe mal das orangene Pad hier drauf gemacht, ihr seht schon, 1500 bei Stufe 1 und maximal in der letzten Stufe 5000 Umdrehungen. Ich blende es euch an der Seite nochmal ein. Passend hier noch das Pad dazu genutzt. Ich habe es auch vorhin schon gesagt, ihr könnt dann später auch andere Pads nutzen. Ich verlinke euch auch genug unten in der Infobox. Mit diesen kleinen Maschinen habe ich ja schon ausreichend Erfahrung. 6 Stufen habt ihr zur Verfügung und wir schauen uns mal an, wie das hier aussieht und wie gut das funktioniert. Ich habe jetzt das gelbe Pad, Medium. Es ist auch noch das schwarze dabei. Das ist eher so zum Wachs- und Versiegelung auftragen gedacht. Und ich versuche es mal hier mit der Menzerna 3500. Gebe mir hier so ein kleines bisschen aufs Polierpad drauf. Verteile mir das hier etwas
in diesem komplett frischen Polierpad Kabel über die Schulter legen. Und es geht jetzt hier nicht darum, ein Tutorial zu machen, wie poliert man mit so einer Maschine, sondern es geht darum, ihr wollt ja von mir wissen, wie handelt sich die Maschine. Und ich kann euch sagen, sehr, sehr kurz gehalten, wie diese ganzen anderen 75 mm Maschinen. Ihr habt die gut in der Hand. Eine Hand lege ich immer drauf, die andere hinten am Griff. Hier oben habt ihr auch nochmal die Geschwindigkeitstabellen. 1500 bei 1, 5000 bei Stufe 6. Tupfen wir mal auf. Und das ist immer so eine schöne Sache an diesen 75er Maschinen. Ich habe die gerne auch, wenn ich mal zu meinen Eltern fahre, immer mit dabei. Es gibt immer mal einen Kratzer hier vom Marder oder so. Und deswegen für mich auch für so einen mobilen Einsatz sehr, sehr gut geeignet. Stufe 1 verteilen. Mit Stufe 1 erstmal verteilen. Knopf hier nach vorne schieben. Und jetzt geht es gleich auf die mittlere Stufe. Und ich finde von der Lautstärke her, was sagt ihr? Ihr habt ja natürlich genau das Mikrofon neben der Maschine, aber ich finde es eigentlich völlig okay. Und ich glaube, ich hoffe, ihr konntet das auch hören. Also von der Lautstärke her, ich persönlich finde es völlig okay, überhaupt nicht aufdringlich. Also auch von der Vibration her läuft die ganz, ganz ruhig. Schaut es euch nochmal an. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Power. So, Fazit von mir. Vibrationsarm, meine Hände zittern überhaupt nicht. Es gibt manchmal Maschinen, da vibrieren und krabbeln einem die Hände danach. Sehr, sehr gut. Für mich eigentlich vom Handling her richtig super. Lautstärke war für mich überhaupt nicht störend. Im Mikro ganz klar wird das megamäßig laut sein. Aber ich kann euch versichern, ihr könnt auch gerne bei mir vorbeikommen und euch das selber anhören. Lautstärkenmäßig 1A. Und jetzt nehme ich mal hier nach der ersten Runde die Politur runter und wir schauen uns erstmal das Bild an und mal schauen, wie gut hier dieser eingebrannte Vogelcode weggegangen ist. So, betrachten wir erstmal die Fläche hier. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Hier sind noch so ganz leichte Politurreste Richtung Klebeband. Passe ich immer ein bisschen auf beim Auspolieren. Aber hier, wo der Insektenrest eingebrannt war, ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Und das war jetzt nur mit der 3.5er und dem in Anführungsstrichen relativ einfachen Polierpad. Und wir gehen mal hier auf die andere Seite. Ich nehme mal das Klebeband runter. Hier ist mir schon der Handschuh eingerissen. Ich brauche mal eine neue Größe. Vielleicht wachsen meine Hände auch noch. Ich habe eigentlich gedacht, irgendwann stoppt das Wachstum von der Hand. Schauen wir uns das mal an hier im Vergleich. Ah, ich sehe gerade ein Bild. Ist nicht gerade das Beste. So, jetzt sollte es besser funktionieren. Ja. Also, Kratzerbild und Beschädigung ist jedoch wesentlich stärker. Und hier haben wir eine sehr, sehr klare und schöne Oberfläche. Wenn ihr noch so ganz, ganz leichte Reste habt, dann einfach nochmal eine zweite Runde drüber gehen. Ich finde eigentlich, das kann sich echt sehen lassen. Ich glaube, hier ist sogar schon noch ein Tick mehr eingebrannt. Und seht ihr das? Wir gehen hier über den speziellen Fleck nochmal drüber. Ich will, dass das richtig schick wieder aussieht. So, ich glaube, jetzt sieht das wirklich besser aus. Ja, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück besser geworden. Es ist richtig schon tief in den Lack eingebrannt. Aber für die kleine Runde kann sich das wirklich sehen lassen. Mir gefällt es gut und hat auch mit der Maschine richtig gut geklappt. Wir schauen uns auch noch eine zweite Stelle an. Und nicht nur Vogelcode ist ein leidiges Thema. Wir hatten hier hinten auf der Heckscheibe Mardercode und der ist im Regen etwas nach unten gelaufen. Hier auf den Lack drauf und hat uns einen richtig ekligen Striemen hinterlassen. Ich denke mal, ihr könnt das hier gut erkennen. Genau diese Laufbahn. Und die ist bestimmt schon locker einen Monat drauf, ist mir aber leider nicht sofort aufgefallen, weil ich bin ja mit dem Auto nicht so oft unterwegs. Und wenn man nicht genau hinschaut, dann hat man einfach das Problem. Hier haben wir jetzt wieder den Fall eingebrannter Mardercode und gleichzeitig noch Swirls hier hinten auf der Heckklappe drauf. Ich denke mal, das sollte euch auch
in der Kamera richtig gut sichtbar werden, rechts und links. Und ich werde jetzt mal hier rechts und links abkleben, poliere wieder die Stelle. Wir entfernen hier diese Mardercode-Reststreifenkacke, das ist richtig eklig. Eulex und Knete hat nichts gebracht. Falls jemand fragt, hast du nicht erstmal geknetet oder mit Eulex versucht, könnt ihr vergessen. Hat leider nichts geklappt, ist hier schon im Klarlack mit drin. Deswegen polieren wir das auch nochmal und die Swirls machen wir noch mit weg hier hinten und können wir die Maschine auch nochmal testen. Ich merke gerade hier, dass das 5 Meter lange Maschinenkabel echt praktisch ist. Ich kann vorne das Kabel angesteckt lassen und muss nicht hier die Kameltrommel bis hinter nehmen. Ein bisschen Polytoner drauf gemacht und Kabel wie immer über die Schulter legen. Vergesst das nicht. Soll nicht unnötig gegen das Auto prallen und dann für den kleinen Spot. Und deswegen mag ich diese Maschinen, weil wenn ihr doch mal irgendwo einen Schaden habt am Auto, Marderkratzer, was auch immer, ihr habt eine kleine Maschine mit, ist auch nicht schwer, nimmt auch nicht viel Platz weg. Und der Vorteil, ihr könnt dann einfach mal bei Kumpels, Familie, Freunde, Bekannte, was auch immer, mal schnell so einen Schaden wegpolieren, wenn ihr es einfach drauf habt. Und die danken euch das auf jeden Fall hier mit einem netten Grillabend. Ich hoffe es mal. Und ihr habt auch nicht unnötig viel Platz im Auto mit so einer kleinen Maschine verschwendet. Und ich gehe jetzt gleich mit einer niedrigen Stufe ran ans Verteilen. Und ich glaube, die Helligkeit ist bei euch noch ein bisschen heftig hier. Seht ihr das? Unten auch richtig gut verschwunden. Okay, da ist noch ein kleiner richtig tiefer Kratzer, der geht gar nicht mehr raus. Aber sonst hier der ganze Mittelsteg schön sauber und klar geworden. Gefällt mir gut. Schauen wir jetzt auch nochmal hier zum unbehandelten Bereich. Hier drüben haben wir jetzt eine richtig schöne klare Fläche und hier müsste jetzt irgendwo gleich der Swirl-Alarm losgehen. Und ich denke mal, ihr könnt es auch deutlich hier in der Kamera erkennen. Ist natürlich kein alter kaputter, komplett zerstörter Lack, aber ich denke mal, ihr könnt auch deutlich diese Swirls noch erkennen. Und hier drüben sieht es dann schon deutlich besser aus. Hier haben wir genau den Übergang und hier hinten schöne Sache. Und hier geht es dann wieder los mit den kleinen Verkratzungen. Also, Maschine hat gut funktioniert. Damit kommen wir jetzt zum Fazit für die Dino-Kraft-Paket. 74 mm Stützteller, Exzenter, Polier, Maschine. Geschwindigkeiten finde ich vollkommen in Ordnung, hat genug Power. Vom Gewicht her ein bisschen schwerer als die S75 Mini, aber ich glaube nur ganz, ganz wenig. Man merkt es auf jeden Fall nicht im Handling. Und die Maschine liegt sehr satt hier auf der Oberfläche. Ihr habt es auch gesehen, Vibration überhaupt nicht. Mir krabbeln nicht die Hände. Das habe ich bei sehr billigen Maschinen auf jeden Fall öfters mal, dass mir danach die Hände so ein bisschen krabbeln. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich finde, sehr, sehr gut. Wenn ihr die mal testen wollt, meldet euch bei mir, kommt gerne mal vorbei, könnt ihr das gerne mal machen, E-Mail an mich rausschicken. Und ansonsten gefällt mir das Teil eigentlich richtig gut. Ich konnte hier nichts Negatives entdecken. Auch Lautstärke war immer noch so auf höchster Stufe, dass man noch nicht sofort hier Gehörschutz braucht. Trotzdem sage ich immer dazu, wenn ihr länger arbeitet, macht euch hier ein paar Ohrstöpsel rein oder setzt Kopfhörer auf. Was auch immer schützt da euer Gehör. Aber es ist nicht so, dass man hier total das Gebäude zum Einstürzen bringt. Mit der Lautstärke finde ich auch völlig in Ordnung. Ich kann erstmal nichts Negatives hier dran feststellen. Hier hinten könnt ihr die Geschwindigkeit verstellen. Und von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und warum? Am Ende auch nochmal einen Daumen nach oben. Wir haben noch über eine Sache noch gar nicht gesprochen und das ist der Preis. Ich habe mal geschaut, im Preisbereich von circa 125 Euro bis 145, maximal 150. Also mehr würde ich nicht ausgeben, weil ich habe genug Angebote entdeckt für sehr, sehr wenig Geld. Und dafür kann sie sich auf jeden Fall sehen lassen. Und das macht sie für mich einfach zu einer Riesenkonkurrenz zur S75 Mini, weil sie von der Leistung her genau das Gleiche erfüllt. Vogelkotrest, der hier drauf war, richtig schön runterpoliert. Wir haben eine sehr sanfte Politur genutzt. Wir haben auch hier das mitgelieferte Pad genutzt, hat sich auch gut geschlagen. Also für einen Einstieg komplett in Ordnung. Und auch hinten dieser Marder-Code-Streifen, der da drauf war, den hat es auch gut entfernt und Swirls konnte man auch gleich noch mit runternehmen. Ich nutze diese Maschinen gerne hier für solche A-Säulenbereiche, zum Beispiel Spiegelkappen, hier für solche kleinen Sportreparaturen. Klar, damit macht ihr hier nicht die ganze Motorhaube. Könnt ihr machen, aber dafür würde ich echt eine größere Maschine nutzen. Dafür sind die aber gar nicht gedacht. Nutzt das hier, Kotflügelbereiche, alles was so im Bereich 10 cm ist, vielleicht auch noch maximal 20, da eignet es sich wirklich richtig gut und ihr könnt A-Säule, B-Säule, habe ich oft genug gezeigt. Spiegelkappe, hinten an der Heckklappe, Türgriffbereiche hier unten am Schweller. Also im Prinzip funktioniert das alles gleich. Wenn ihr da noch mehr Videos sehen wollt, schreibt es gerne unten rein. Ich bin echt zufrieden.
Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Test, beim nächsten Vergleich wieder. Haut rein. Ciao, Abo da lassen.